Hi Metalhead, willkommen zum Metalhead Forever, Show Nummer 289 am 15.02.2022. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, heute habe ich wieder einen speziellen Gast. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich ihn wieder bekommen habe. Der war genau am 15.01.2021 zum ersten Mal mein Gast. Und dazwischen hat sich viel getan. Er war wahnsinnig fleißig und er ist einer dieser Workaholic, der produziert, der produziert. Und ich habe heute ein großes Programm zusammengestellt. Der hat nämlich eine große Bandbreite. Ich spreche von Andy Susimil. Wer kennt ihn nicht? Natürlich von Udo, der Gitarrist, also schon lange her. Und seitdem viele Alben am Start und er produziert unglaublich viele geile Metaler, wie zum Beispiel David Rees. Wir werden heute auch was hören. Also, auf alle Fälle wird es ein langer Abend wieder. Ich habe vieles zusammengestellt und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und jetzt geht es mal los mit einer geilen Band, die heißen Crystal Tears. Und wir sagen mit Ever Alone, Let the Madness begin. Crystal Tears, Ever Alone. Schöner Anreißer, gefällt mir. Könnte man auch mal einladen. Gefällt mir super. So, Freunde, are you ready for Mr. Andy Susimil? Für mich schon ein legendärer Gitarrist und
ein netter noch dazu. Und ich freue mich auf ein langes Gespräch. Und hier ist er erstmal von der neuen Scheibe. Hier ist Another Day, Another Turn. Und der Schlagzeuger, glaube ich, kommt euch auch bekannt vor. Hier ist Anne Susi Mehl. Let the madness begin, Freunde. Andi Susi Mehl, Francesco Civino und Peter Balz ist am Bass. Mensch, wie kann ich an Peter Balz vergessen? Unglaublich. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Andi Susi Mehl. Hi. Andi, ich grüße dich. Hast du Querformat? Bitte? Hast du Querformat? Ich habe auch Querformat. Natürlich, so schaut es gut aus. Besser so, oder? Ja. Ich sitze hier mit meinem Pad, deswegen. Ja. Ich habe irgendwie so die richtige Position noch ausgetestet. Noch ein bisschen rüber, wenn es geht, weil sonst hast du nämlich da einen Maulkorb. Genau, jetzt ist gut. Super. Andi, schön, dass du wieder da bist. Ein Jahr schon wieder vergangen. Am 15.01. warst du bei mir. Genau. Was hat sich seitdem getan? Erzähl ein bisschen was. Damals weißt du, da hast du mir erzählt, du bist gerade im letzten Stadion vom Album, hast schon, glaube ich, 2 Singles draußen gehabt und mittlerweile ist das Album rausgekommen und warst wieder sehr fleißig. Nicht so wahnsinnig viel spielen können, eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich das Album über das Internet verkauft. Ich habe ein paar Videos gedreht und habe vor allem jetzt an einem neuen Album gearbeitet. Auch, also, du hast ja mehrere Sachen gemacht. Du warst ja fleißig mit David Rees, was wir auch heute noch was hören werden. Genau. David Rees war ja, glaube ich, dann danach. Ich weiß gar nicht, die ganzen Alben, die ganzen Zeiten, die fließen so ineinander.
Genau, das neue Album von David Rees, Blacklist Utopia, haben wir auch noch gemacht. Und ja, also es war immer was los hier, auf alle Fälle. Ja, das gefällt mir, dass du trotz Pandemie und natürlich viele sind ausgebremst und hätten spielen können nicht spielen. Ich habe gestern Märzfeld da gehabt, die ganze Tournee wieder verschoben, das nächste Jahr und sowas. Das ist schon mühsam, wenn du also eine Tour zusammenarbeitest und zusammenbaust und so viele Leute arbeiten dran und dann muss wieder verschoben werden. Aber du hast es wieder gut gemacht und du warst ja kreativ und hast dich ja nicht versauen lassen. Das ist doch Ja, also cool. ich meine, mir war nie langweilig. Klar, ich meine, so das Live-Spielen ist natürlich schon das Herzblut und der direkte Kontakt zum Publikum ist natürlich schon das, wofür man es eigentlich macht. Aber es hat natürlich auch so seine Downsides und also die Nächte auf den Autobahnen und dann teilweise Clubs und alles drum und dran. Es war schon auch mal ganz gut, mal 1, 2 Jahre wirklich nur allein im Studio kreativ zu arbeiten. Also quasi nicht die ewige Hurry Up and Wait Show zu machen. Ja. Andi, ich habe heute was zusammengestellt und ich habe dich schon überrascht eigentlich, weil ich ein paar Sachen rausgepickt habe, mit denen hast du gar nicht gerechnet, weil Okay. ich heute mal zeigen will, welche Facetten du alles angehst und so. Du bist ja ein Gefühlsmensch. Man merkt es, wenn man deinen Songs hört. Ich habe mir wirklich alle Alben nochmal durchgehört und nochmal zum Teil neu gestreamt, weil zum Teil habe ich letztes Jahr noch ganz anders aufgenommen. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Klingen auch manche Songs besser als letztes Jahr, als ich es noch mit dem Handy abgestreamt habe, mit dem Stream-Recorder. Habe ich jetzt alles ein bisschen verbessert. Also klingen manche besser als letztes Jahr auf alle Fälle. Und wir werden heute eine Überraschung erleben. Man hört dich nämlich heute mal zum ersten Mal auf Deutsch. Aber das machen wir unseren Spannungsbogen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Another Day, Another Turn, da waren es zwei Udo-Kollegen mit dabei, der Peter Baltes, Genau. natürlich, Accept, und der Francesco Francesco Trevino. Cervino, der war ja auch schon bei mir, ganz ein netter, ganz ein sympathischer Super, ja. Francesco ist und auch klasse. ein Hammer-Schlagzeuger, muss man schon sagen. Also Wahnsinn, ja. Ich hab diese zwei Songs gehabt auf dem Album. Ich habe gewusst, irgendwie da Francesco, der muss es trommeln. Und er hat war, ja, einfach abgeliefert, so wie man Kannst du es dir auch den kennt. vom David her, weil David, der hat ja beim auf seinem David auf seiner Scheibe auch Genau, gespielt, ne? ich kannte ihn von David. Ich kannte ihn eigentlich schon von Wacken 2013, glaube ich, war das oder so, als ich mit Udo gespielt habe. Da hat er Drums gespielt für Udo. Und da ist mir damals schon aufgefallen, ich dachte, was für ein sensationeller Schlagzeuger. Also den fand ich damals schon wirklich tierisch. Und Ja. ich weiß gar nicht, irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht, wie unsere Pfade wieder gekreuzt haben, Also ich glaube mal, David gekreuzt hat damit haben. sogar mitgeholfen. Das macht er bei mir auch immer. Der David bringt mir immer die ganz Guten daher. Wie dich Ja. zum Beispiel. Kam ja auch von David oder Hermann Frank und also da ist David, also als Vermittler ist er super, der David, muss man schon sagen. Ja, der David ist so die Achse des Musikerkreuz. Absolut. Also das ist auch nach wie vor. Das ist der Einzige, der wo immer irgendwie uns promotet und immer welche Leute anschreibt. Also, hey, go to my friend Richie. Das ist wirklich ein sensationeller. Und das ist das Wahnsinnige, weil die Geschichte habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so. Ich mochte den am Anfang gar nicht bei Accept. Wenn ich ehrlich bin, für mich war das irgendwie, oh, wie kann man Udo, das kann man gar nicht ersetzen. Und jetzt, je länger, dass ich es höre, das Album, fester Hit, gefällt es mir. Weil es war ja damals so anders, aber mittlerweile, ja. Gefällt mir sogar super. Und der Davis ist ein Herz von einem Typ. Und ich habe gedacht, ich wäre arroganter, der weiß es genau das Gegenteil. Hat aber gesagt, ja, Ach, das wird überhaupt nicht. immer, das hat er aber selber gesagt, ja, das wird ihm oft vorgeworfen. Leute denken, er ist ein arroganter, ist aber überhaupt nicht. Aber wir sind natürlich wegen David, obwohl wir heute David zweimal hören werden, muss man machen, weil das ist auch ein Teil von deinen Schaffensperiode. Na klar, das war harte Arbeit, auf alle Fälle ja, die zwei letzten Solo-Scheiben, ja, da ist einiges an Arbeit reingeflossen. Also das war nicht zu knapp. Aber ich glaube, sie sind wirklich gut geworden. Ja, wobei natürlich Another Day, Another Life ist natürlich eine hammergeile Nummer. Spielen wir heute nicht, haben wir letztes Mal gehabt. Heute haben wir dafür eine neue von der neuen Scheibe von David. Aber erstmal geht zurück. Another Day, Another
Another Day, Another Turn von der Alienation. Genau. Genau. Was gibt es dazu zu sagen? Gibt es irgendwie eine spezielle Story dazu? Erinnere mich an Another Day, Another Life. Ne? Darum freut es ein bisschen. Another Day, Another Turn ist einfach, der Sinn von dem Text ist im Prinzip einfach Another Day, Another Turn. Also das heißt, du hast jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, ich mache alles komplett anders. Also du wachst irgendwie auf und denkst irgendwie so, okay, ich bin, oder du realisierst, du bist der komplette Idiot gewesen bis jetzt. Und du hast genau an diesem Tag die Chance zu sagen, okay, jetzt ich fange von vorne an, ich mache es alles komplett anders. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, another turn, eine andere Abzweigung zu nehmen und dein Leben zu ändern und wie auch immer, wie du dir das vorstellst, dein Leben eben zu ändern und ein anderer Mensch zu werden. Ich habe genau das erlebt, was du gerade sagst. Genau das habe ich 2019 erlebt, als ich so weil ich immer so einen ganzen Scheißdreck gefressen habe und so, ne, die ganzen Fett und so und Wurst und so. Und mein Rheuma und Arthritis hat immer mehr geschmerzt. Ich konnte kaum mehr gehen, war beim Doktor, gehe vom Doktor raus. Das wusste nicht gut. Ich gehe zum Bahnhof und ich steige ins Zug ein. Ich war allein in diesem Abteil und schaue aus dem Fenster, sage, Richie, du bist das größte Arschloch. Sag, warum tust du das selber an? Warum machst du das? Und habe ich an diesem Tag im Oktober 2019 entschlossen, keine Wurst mehr, weg. Und habe das auch durchgezogen, Schweinefleisch weggelassen und seitdem ging es auch besser. Das war tatsächlich der Moment, wo du rausschaust aus dem Fenster und sagst, bist du ein Arschloch, du spinnst. Was machst du, was tust du dir an? Weißt? Und das habe ich auch durchgezogen bis jetzt. Und ja, genau dieser Moment, also another turn, könnte jetzt wirklich mein Song sein. Genau, du hast jeden Tag du hast jeden Tag die Möglichkeit, die Chance, dein Leben zu ändern. Zu irgendwas, was für dich besser ist und was vielleicht auch für deine Mitmenschen besser ist. Genau. Gehen wir zum nächsten. Das war jetzt von Alienation. Jetzt kommen wir von der Burning Man EP. Mhm. Und bloß, falls die Leute jetzt mal wundern, warum so oft tut es, du hast eine ganz harte Grippe. Und du musst ab und zu mal abhusten, also bloß, dass du draußen wisst. Genau, also der Andi wird ab und zu mal husten, kein Problem. Ich bin gerade irgendwie so, bin wirklich zwei Wochen lang wirklich flach gelegen. Es war wirklich heftig und ich bin Sänger und irgendwie ist es eben, dass am Schluss sich eben dieser unsagbare, unsägliche Hustenreiz irgendwie so manifestiert und das dauert dann meistens ein paar Wochen, bis er dann komplett verschwunden ist. Irgendwie deswegen, ich muss mich da wirklich zusammenreißen jetzt gerade. Aber ich denke mal, man kann es ertragen. Du kannst übrigens, da hast du ein Mikrofon, da kannst du, mache ich auch, wenn ich mal abhusten muss, dann tue ich mich muten, dann hört man nichts und dann kann man schnell. Ah ja, okay, alles klar. Kein Problem. Aber wenn nachher gespielt wird, dann bin ich eh gemutet quasi. Da bist du eh, dann sieht man dich ja gar nicht. Da kannst du husten, bis der Arzt kommt. Super. Aber der war schon da. Ja, auf. Übrigens, ich werde immer wieder den Link einblenden und um es gleich zu sagen, habt ihr dich auch gefragt, wir haben unseren Fanclub wieder am Start und viele schreiben auch schon wieder, alles gibt es natürlich zu kaufen bei dir, direkt von der Webseite. Genau. Und wir bekommen ein sehr, sehr schönes Fanpaket, hast du schon versprochen. Genau. Möchte ich gleich mal sagen und es wird mit Sicherheit etliches zu gewinnen. Sehr, sehr cool. Danke dir. Wir sagen, Across the Pond. Ich fange erst, ich spiele den Song und dann unterhalten wir uns. Okay? Alles klar. Abhusten. Attacke. Gleich geht's los. Moment, das darf ich nicht mehr. Ich muss immer den Song spielen. Jetzt mal Dank, aber hier ist er. Across the Pond. Now I feel like 6 feet under it.
Across the Pond. Was mir gefällt bei deiner Musik, sehr viel Gefühl immer drin. Du bist ein Gefühlsmensch und das merkt man also. Wenn du einen Song schreibst, wie jetzt Across the Pond zum Beispiel, was ist da als erstes da? Ist ein Text da oder ist erst einmal ein Riff da oder hast du eine Melodie im Kopf? Also zum größten Teil zuerst mal die Musik. Ich denke so in Tönen und in Songs und in Melodieabfolgen und so. Also meistens ist immer der Song da, irgendwie so ein Hook oder irgendwie so ein Fragment oder sowas. Und dann auch natürlich auch immer so, so Wortfetzen, ne? die ich dann immer drauf aufschreibe, weil das sind meistens so, so eine Melody-Line, die kann man natürlich mit verschiedenen Wörtern singen, irgendwie so. Manche Wörter, die eignen sich halt gut, die klingen halt schön, ne? Die sind rund und geben halt so diese Melodielinie besser her. Oder schmücken die schöner aus als irgendwie andere Wörter irgendwie so. Also das ist so, das kommt halt einfach irgendwie, ne? Und ich halte es dann fest, wenn ich unterwegs bin, nehme ich es halt aufs Telefon auf oder ich schreibe es mir auf oder ich nehme es hier gleich auf oder so, aber ja genau, also meistens ist die Musik zuerst da, irgendwelche Melodielinien, Songs und so und aufgrund von diesen Wortfetzen, die da quasi mitkommen, entwickle ich dann die Texte so langsam. Wie ging es bei dir eigentlich los, Andi? War Gitarre immer schon dein erstes Instrument? Auf alle Fälle, ja. Also ich wollte eigentlich immer Gitarre spielen. Mich hat Gitarre immer fasziniert. Eigentlich wollte ich gleich eine E-Gitarre haben. Ich wollte gar nicht großartig Akustikgitarre spielen. Und ich weiß noch, mein Vater, der war da so ein bisschen von der alten Garde, der hat gemeint, Junge, wenn du ein Instrument lernen willst, dann lernst du das Schifferklavier. Also das habe ich gestern auch schon gehört. Das gleiche habe ich gestern gehört. Und wir waren vom alten Schlag. Und mein Vater ist dann leider verstorben relativ früh. Und ich habe dann meiner Mutter fast die Haut runtergetan. Die hat mir dann zum 14. Geburtstag dann eine Gitarre gekauft. Normalerweise, ich habe also 7 Jahre rum. Ich weiß, also zum 7. Geburtstag hätte ich fast eine gekriegt. Irgendwie so, mein Vater, der wollte es nicht. Und dann habe ich bis zum 14. warten müssen und so. Das heißt, ich habe also 7 Jahre verloren, aber vielleicht wäre ich in den 7 Jahren ja verhunzt worden von irgendeinem Lehrer, keine Ahnung. Vielleicht war es alles gut so, wie es war. Aber sag mir, wo die Blumen sind und sowas, ne? Bitte? Morning has broken und sowas und sag mir, wo die Blumen sind. Ja, genau. Und dann, genau. Und dann Ricky King als Krönung drauf. Genau, also meine ich, da wäre ich nicht der Erste, Gitarrenbegeisterte, der durch einen schlechten Lehrer kaputt gemacht worden wäre. Also von dem her, du weißt nicht, was gekommen oder was passiert wäre. Also von dem her, es ist alles gut so, wie es passiert ist. Irgendwie, ne? Ich hab letztendlich 1-2 Lehrer gehabt und habe dann mir alles selber beigebracht. Also ich bin kompletter Autodidakt. Von dem her, hat es wohl so sein müssen. War das zum ersten Mal, was vom Accept gehört? Das erste Mal von Accept habe ich gehört, ich glaube, das war die Restless and Wild. Das war einer der ersten. Das war Fast Shark, ne? Irgendwie so, ne? So mit diesem Heidi Hardau Anfang und mit dieser Scratching Record da und Udos Schrei natürlich und dann ging das Ding ab wirklich wie die Luzi. Und denkst, da fährt ein D-Zug über dich drüber und das fand ich damals schon cool. Es war jetzt nie so hundertprozentig irgendwie meine Musik, ironischerweise bin ich ja genau da gelandet und bin mit dieser Musikrichtung natürlich dann auch irgendwo festgemacht und identifiziert worden. Aber so richtig hundertprozentig mein Ding war es nicht, obwohl ich Restless and Wild natürlich schon sensationell fand. Also das, so die Gitarren, wie die Gitarren geklungen haben und so das gesamte Package, das war schon eine Nummer damals. Ich habe natürlich auch damals auch das alles verfolgt. Ich war ja Metalhead. In den 80ern natürlich, habe das ja gelebt, selber Musiker in der Zeit. Natürlich war Accept einer der Bands, wo ich natürlich auch mit Udo natürlich. Und dann hat Udo Solo gemacht. Ich wollte jeder wissen, wie clean Udo. Und da habe ich die zum ersten Mal gesehen. Das war dann, wo ich zum ersten Mal den Namen Andy Susemiller gehört habe. Ah ja, okay. Und wie kam es denn, dass du dann mit Udo zusammenarbeiten konntest? Hat der dich entdeckt? Wurdest du vermittelt?
Naja, also der Matthias, ein Freund von mir, aus Don der Szene, der hat ja damals schon beim Udo gespielt. Der und, Matthias Dieth, ne? Genau. Und ja. Der hat mich immer geschätzt eigentlich und hat mich dann halt als einer der, als dann der Peter Stigetti gegangen ist und der Frank Rittel von Warlock damals, die hatten ja im ersten Line-Up gespielt, beim Udo und dann war natürlich der Platz frei und dann sind mehrere Leute eben angerückt und haben da Auditioning gemacht für den Job des Gitarristen, für den Job des Bassisten und ich war eben einer davon und Matthias hat mich eben vorgeschlagen, weil der war ja damals schon Gitarrist beim Udo und tja, irgendwie habe ich halt dann den Job bekommen. Finde ich cool, dass der Matthias jetzt auch wieder mit Dirk Schneider and the Old Gang mit dem Stefan Kaufmann, mit dem Peter Baltes zusammen macht. Ja, habe ich gesehen. Ist cool. Finde ich schon cool, ja. Man erkennt ihn gerade immer an Matthias. Ne? Mir hat es immer gefallen, Matthias Don Dieth. Das war irgendwie schon irgendwie so, ja, weißt du, wenn du ein junger Mucker bist und dann, das war irgendwie schon, da hat man also aufgeschaut. Und da habe ich dann zum ersten Mal an die Susi Mil gehört. Und auch natürlich auch damals gab es ja das Hard and Heavy, Headbangers genau. Ball und dann Hard and Heavy. Und da gibt es natürlich was, ich habe es letztes Jahr auch schon mal gespielt und das ist einfach das Retro, mir gefällt dir so. Damals auch noch mit dem Atari, so der Humor, wie du ausgehen hast, mit langen Haaren so und da schauen wir jetzt mal rein. Ich hoffe, dass das kein Problem gibt. Damals gab es kein Problem, aber wer weiß, mit den Algorithmen und so, weißt du. Aber ich glaube, Hard and Heavy, die haben das schon lange vergessen, glaube ich, hoffentlich. Ja, ja. Aber da würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. Jetzt schauen wir mal, damals auch schon am Produzieren gewesen, am Komponieren und so, mit dem Atari. Immer. Ja. So, ja. Jetzt schauen wir mal zurück in die Vergangenheit und schauen wir mal, wie der Junge an die Susi Müller ausgesehen hat. Mit schönen Haaren gehabt. Jawohl. Here we go. Tag Leute, ich bin der Andi Susemil. Ich bin heute hier im Rahmen des Gitarren-Specials da und ich habe meinen Freund Daniel mitgebracht und meinen Kumpel Atari und ich spiele jetzt für euch ein kleines Stückchen vor. Vielleicht nicht gerade sofort der Groschen bei euch. Andi hat eine ganze Zeit gespielt bei Udo Dirk Schneiders UDO, hat jetzt eine eigene Band gegründet, die Lazy heißt. Und auch wir, Peter, ne, wir haben einiges mit ihm angestellt. Ja, er gilt für uns als typisches Beispiel, wie heutzutage Musiker ihre Stücke komponieren, und zwar zu Hause mit Computern. Und wie er das genau macht, erzählt er euch jetzt selbst. Die neue Band, mit der ich zusammenarbeite, heißt Lazy. Und kompositorisch gehe ich eigentlich meistens so an die Sache, dass ich einfach erstmal planlos drauf hinspiele irgendwie. Und irgendwann mal denke ich mir, oh, das ist doch gar nicht schlecht. Und dann wird es einigermaßen ausgearbeitet. Meistens eine Strophe, irgendwelche Akkorde aneinandergereiht, wo ich auch meistens, sagen wir mal, die Lead Vocals, die Gesangsline im Kopf habe. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der wahnsinnig vocal-orientiert komponiert, möchte ich mal sagen. Ja, und dann suche ich nach einer Bridge, nach einem geeigneten Refrain und so, dann wird das alles aneinander gereiht. Ja, und dann kommt hier so mein Atari ganz nützlich, weil da kann ich eben erstmal einen Grundrhythmus einspeichern und der macht, was ich sage. Naja, und dann arbeite ich das Ganze eben hier am Schaubild aus. Das ist eigentlich eine bequeme Art und meiner Meinung nach eine kreative Art, um die Sachen eben aufs Band zu kriegen und dann eben so hinzukriegen, wie man es eben will. Wenn ich mir ein Solo überlege, dann kommt jetzt erstmal die Blues-Sonleit zugute. Das ist eigentlich ein Ding, das ziemlich übersichtlich ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, ja, sagen wir mal, auf D ein Thema habe. Irgendwie. Dann gibt es eine bestimmte Scale dazu. Das ist quasi so eine Pentatonic-Scale, die heißt Blues-Sonleiter, die geht auf D so.
Andy hat für unser Hard und Heavy Gitarren-Special ein Gimmick parat. Und zwar hat er extra ein Stück komponiert, das er euch jetzt selbst vorspielt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Vito Bratta von White Line. Andi, das war vor 31 Jahren. Kannst du dir das vorstellen? Nö. Du bist alive und du spielst immer noch Musik. Alles richtig gemacht. Das ja, war übrigens Peter Bursch. Ne? Ich weiß. Ich habe jetzt tatsächlich nachschauen müssen, ob der gute Peter Bursch überhaupt noch lebt, weil ich habe das gar nicht mehr verfolgt. So. Er lebt noch. Ja. Ist Gitarrenlehrer, habe ich gerade gelesen. Genau, sehr netter Zeitgenosse. Habe ich meinen in Duisburg, glaube ich, hat er gelebt. Ich habe in Duisburg besucht. Und was für ein Rotzbalken, ne? Unglaublich. Ja gut, Geschmackssache. Ja, nee, aber damals, die Hopfmüller natürlich, die Annette, auch Schneckerl, ne? Damals. Waren wir alle Schnecken. Klar. Heute sind wir bloß langsam. Wir waren ja auch Schnecken. Ja, eben. Gewissermaßen. Ja. War ein schöner Rückblick. Ich habe damals schon gefallen und auch die Reaktion jetzt schon wieder war das gleiche wie letztes Jahr. Oh geil, ich stehe auf so Retro und so, super geil und so. Der Matt von El Puerto hat gegrüßt, sagt er, ein geiles Tutorial. Lieber Matt, gebe ich dir recht. Super. Ja, ironischerweise jetzt gerade in den letzten Tagen irgendwie so bin ich von einer Firma kontaktiert worden, die das ganze alte Lazy-Zeug, das war ja die Geschichte nach Udo, haben wir wirklich tolle Songs geschrieben und die bringen wir jetzt wahrscheinlich sogar raus. Das sind leider Gottes nur ebenso Aufnahmen mit Atari und Drumcomputer und Bass und alles drum und dran. Aber ich habe da jetzt noch 13 Songs quasi aus der Versenkung irgendwie bringen können und die werden wir jetzt versuchen zu restaurieren und werden die releasen. Ja, schön. Ist doch wunderbar, ja. wenn du zurückschauen kannst auf deine Schaffensperiode und es wird dann wertgeschätzt und Leute sagen, hey, hat mir damals schon gefallen, jetzt gefällt mir, und jetzt endlich gibt es. Ja, ich finde es super. Ja, es war damals leider Gottes irgendwie so ist das Ganze, wir waren da nicht gut in guten Händen, businessmäßig und die Leute, die uns damals betreut haben, die haben das halt komplett, wirklich, also den Karren komplett im Dreck versenkt. Das war wirklich tragisch. Und das wurmt mich bis heute noch. Völlige Inkompetenz. Aber jetzt, Gott sei Dank, ich meine, können wir es vielleicht auf diesem Wege noch releasen. Und also da vielleicht dann noch so ein kleines Souvenir schaffen für die Fans. Mhm. Sehr stark. Damals, als du bei mir warst, da gab es das Album noch gar nicht. Es war im letzten Zügen damals. Und jetzt können wir heute mal was spielen. Und zwar... The Game habe ich ausgewählt. Ich hätte jeden nehmen können. Aber ich wollte was Rockiges haben. Und das ist eine sehr coole Nummer. Wollen wir danach reden über The Game? Genau. Und genau, da sieht man mal das Cover. Das hat auch irgendwas. Das ist schon cool irgendwie. Weil das ist kein Video. Das ist nur mal das Cover ein bisschen animiert. Irgendwann mal vor lauter David produzieren und andere Sachen produzieren, irgendwie keine Videos mehr gemacht. Aber na, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das eine oder andere Video noch hin. Ja, aber man hört mal den Song rein. Hier ist The Game vom Album Alienation. Alienation, genau. Alienation. Here we go, The Game. Releasing a landslide.
need to end this play. Crushing the tyrants when we finally understand. Adding some fire to the game. The game. The game. Fire to the game. The game. The game. Fire to the game. Choices intertwine, raising our children with a strong and open mind, living the good life in a sense that knows no lies, adding some fire. Von Album Alienation, The Game. The Game. Geiler Riff, sehr heavy Riff. Mhm. Was ist die Backstory von The Game? Also, the Backstory, also das war, da habe ich noch nach einem Titel gesucht und ich hatte für jemand quasi Songs geschrieben und das war einer von den Titeln, die er zwar genommen hat, aber mit einem komplett anderen Gesang. Und mir hat er immer was anderes vorgeschwebt. Und dann habe ich ganz einfach das Playback genommen, da das eh von mir war, und habe da einen neuen Gesang drauf gemacht, neuen Text und habe es nochmal neu produziert, also fürs neue Album. Francesco Giovino hat wieder Drums gespielt, deswegen knallt das Ding auch wie Bolle. Mhm. Und The Game ist im Prinzip, ja, The Game of Life, also das Game, was wir hier spielen, was unsere Realität, also das tägliche Miteinander, dieses gesamte Konstrukt irgendwie so, das, in dem wir uns bewegen. Und es ist ja im Prinzip einfach bloß ein Spiel, ne? Nennen es irgendwie, ich habe es gerade vorhin mit einem Kollegen geredet, ein Drummer aus den USA, der auf der Scheibe gespielt hat, Andre. Und wir haben jetzt gerade damals davon gehabt, wie es eigentlich nur darum geht, ja, Geld zu verdienen und irgendwie so früher irgendwie so, guck mal, ich habe irgendwie so ein tolles Fahrrad, ich fahre mit einer Mordsgeschwindigkeit hier einen Hügel runter, irgendwie so 20 Jahre später, irgendwie so, guck mal, ich habe hier einen tollen Porsche.
dem fahre ich jetzt noch schneller den Hügel runter, irgendwie so. Also es ist eigentlich völlig, völlig lächerlich irgendwie so, ne? Und das ist, darum dreht sich das Game eben irgendwie so, ne? Also the Game of Life. Man sieht in deinen Videos immer wieder mal, dass das Studio mit den Klinkersteinen, ist dein Studio hier in Deutschland oder ist es in den Nee, USA? das ist leider Gottes nicht mein Studio, das ist das Studio von einem Freund von mir. Ich kann hier ja alles aufnehmen bei mir zu Hause. Ich kann hier auch gleich mal so einen Rundschwenk machen, wo ich hier alles aufnehme, wenn es euch interessiert. Hat Roland gerade Park gemacht. Das ist geil. Geh Okay, mal alles rum. klar. Ja, zeig mal rum. Dann Sehr, sehr rede ich cool. hier gerade mal weiter und so sieht es hier aus. Na, also hier wird hier alles aufgenommen. Die Äxte. Genau die Äxte, die Da, sie wenn er jetzt jetzt die ganzen Gitarristen jetzt schauen, was hat er? Einen Bogner hat er, einen Marshall hat er. genau, Bogen und Custom Audio Amplifiers, ne? Also so die gesamten kleinen Fußtreter. Dann ist hier also quasi meine Workstation sozusagen. Da nehme ich alles auf. Und wie gesagt, ich kann hier eben alles aufnehmen. Außer Schlagzeug natürlich irgendwie, ne? Und Sehr, sehr cool. da gehe ich eben ins Studio von einem guten Freund und nehme da eigentlich seit Jahren immer Drums auf, weil der macht einen sensationellen Schlagzeugsound. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit Francesco machen, weil der ist in Italien. Oder der Andre jetzt gerade, da bin ich also für das Burning Man Album bin ich sogar nach Richmond geflogen damals, weil wir dann auch so eine Road Movie gedreht, Genau. von Richmond nach Nashville und zurück, als wir mit Peter Baldes getroffen haben. Aber also die Leute, die jetzt hier in der Gegend ansässig sind, die nehme ich eigentlich in dem Studio auf mit den roten Klinkerstein. Und den frage ich dann auch immer irgendwie so: Hey, könnte ich da mit dir ein paar Sachen aufnehmen? Weil es ist halt doch ein bisschen repräsentativer. Ich meine, hier, das reicht zwar komplett, also ich kann hier super Alben aufnehmen, wie man ja hört, aber es ist halt jetzt nicht so vom Ambiente jetzt nicht so repräsentativ. Du hast gerade erwähnt, David, du warst sehr beschäftigt mit David. Du hast ein sensationelles Album wieder gemacht. Da waren aber mehrere Producer da involviert, nicht du alleine. Bei der Vorgänger warst du gleich alleine, oder? Beim David? Ja? Oder warst du David habe ich komplett? alleine produziert. Die neue. David habe ich komplett hier gemacht. Ah, okay. Okay, Aber gut. da war, also ich hab die Scheibe alleine produziert, also auch komplett alleine hier. Okay. Zum nächsten Video. American Dream. David war ja bei mir zu Gast, aber er hatte nur zwei Videos, glaube ich, hat er am Start gehabt und ein neues Video wird veröffentlicht. Und ich habe gedacht, na, der wird jetzt kein Video zu American Dream machen. Ich finde den Titel aber so geil. Erinnert mich ein bisschen so an Another Day, Another Life, so auch sehr cooler Ding. Was mache ich? Ich baue ein Video für ihn extra. Mit Pferde laufen so und Romantik so geil. Also und bin schon fast fertig mit dem Video und dann schaue ich, Video ist jetzt veröffentlicht. Und ich schaue da, zack, was ist es? American Dream, habe ich es wieder eingestampft, das Video. Das ist sinnlos. Hätte ich ihn überrascht damit. Ne? Aber da gab es ja kein Video, weil es gab ja von euch dann. Dachte, Ja, das gibt es ja David nicht. brauchte irgendwie so ein Lyric-Video, und da habe ich ihm halt so ein Lyric-Video gemacht mit Wenn du irgendwelchen. es sehen würdest, du hättest vielleicht sogar gefallen, war auch gut mit so wirklich mit Pferden, die so Ja, Wildpferde, wo wäre da laufen interessant so. gewesen, klar, auf alle Fälle. Ja, aber wie gesagt, ich habe es wieder eingestampft. Das waren 3, 4 Stunden nur Shit sonst happens. gewesen. Shit happens, aber ein geiler Song. Und da hören wir es rein. David Rees vom neuen Album, produziert von Andy Susemihl, American Dream. Serenade is faded like castles in the sand. Sunlight is fading over no man's land. Progress masquerading while they're kicking cans. Destiny of sailors, socializing dirty hands. The lady on the island
Sehr geil. Schöner Song. Ja, wunderbar. Hat mir damals schon gefallen. Und vor allem mit David Stimme natürlich passt. Das ist ein Match. Deine Melodien. Dein Gesang. Wie oft hat dir das jemand schon gesagt, dass du dich wie das Ding anhörst? Das haben jetzt schon ein paar Leute gesagt. Erzähl dir meins, ich hab mir die Videos angeschaut so, und auch wenn du dich auf der Bühne sieht, ohne Scheiß, wenn du Bass spielen würdest, du könntest den perfekte Police Coverband oder Tributeband machen. Das wird durch die Decke, weil keiner kann es besser. Du hast ja, also unglaublich. Aber sowas interessiert dich wahrscheinlich gar nicht, oder? Es ist eigentlich irgendwie so, das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt, irgendwie so, weil ich klinge nicht wie Sting. Sting klingt wie ich. oder so. So, jetzt ein blöder. Ja, du schaust aber sogar ein bisschen aus wie er. Das ist unglaublich. Du könntest ihn locker machen. Bitte? Du kannst locker ein Sting. Also. Naja, also mich haben auch schon ein paar Leute gefragt, ob wir nicht eine Sting, so eine Sting-Tribute-Band machen wollen oder Police-Tribute-Band oder irgendwie Police. Sowas. Ne? Ich meine, Bass spielen ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich spiele gern Bass. Aber na gut, ich meine, das ist vielleicht irgendwann so mal down the line irgendwie so. Ne? Ich meine, ich schreibe lieber eigene Sachen. Das ist irgendwie besser, finde ich. Das liegt mir mehr. Gestern war der Heli von Merzfeld da, der in der Stahlzeit, der Rammstein Tributband spielt. Ja. Der spielt ganz große Hallen und sowas, ne, mit Stahlzeit und macht sein Ding so. Glaub, dass das mit Sicherheit und Police ist natürlich auch eine Band, die da kommst du nicht dran vorbei. Also so Lonely und so, es war doch unter Zeit. In den 80ern, wenn das in der Diskothek gelaufen ist oder Message in a Bottle und sowas, das sind ja Göttersongs. Und das waren super Songs, klar, auf alle Fälle. Ich habe sie geliebt. Und die könntest du locker singen. Also hundertprozentig. Dein, aber wie gesagt, das ist nur. Ich habe mir immer gedacht, wenn der das machen würde, das wäre so ein Knaller, weil du schaust sogar ein bisschen wie das Ding aus und so. Also nicht. Aber das ging voll durch. Ja, ich meine, es ist halt das. Klar, es wäre schon toll, irgendwann mal so aus Jux und Dollerei. Ich finde halt bloß immer, also ich bin eher so der Macher, so der selber Schreiber irgendwie so, weil ich meine, ja. So Lonely und Message in a Bottle und alles so, das sind super Songs und die habe ich auch schon oft gespielt bei irgendwelchen Partys, aber sowas jetzt wirklich professionell zu machen, ich meine, die Songs gibt's und es gibt 1000 Bands, die Songs spielen, ich meine, da. Aber wer hat so eine Stimme, darfst du vergessen, wer hat diese ja, Sonore, diesen, das ist es ja, wenn du das so bringen kannst, aber wie gesagt, ich habe mir so gedacht. Gehen wir auf den Album nochmal ein, und zwar Alienation. Yep. Auf diesem Album bist du schon am Rumexperimentieren. Da frage ich mich, wo ist dein Herz mehr? Ist es mehr bei den Heavy Riffs oder ist es mehr in diesen kommerziellen Mainstream-Sound? Wo fühlst du dich am wohlsten? Also ich würde sagen, sowohl als auch irgendwie so. Ich finde einfach so, ich bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, als freier Künstler keiner Plattenfirma irgendwas schuldig zu sein. Und ich finde, so soll es eigentlich sein irgendwie. Sondern ich meine, ich habe jetzt keine großartigen kommerziellen Erfolge mit meinen Scheiben, aber ich versuche sie halt qualitativ so gut wie möglich zu machen. Und das, den Aspekt, den ich halt habe, den viele wahrscheinlich, die irgendwas abliefern müssen, also nicht haben, ist der, dass ich machen kann, was ich will. Ich fand so eine Band wie Queen zum Beispiel immer super, so in den 80ern. Mhm. Die haben einfach ein Album gemacht, da waren irgendwelche Country-Songs drauf, da waren irgendwelche Disco-Songs drauf, da waren Rock-Songs drauf, da war alles Mögliche. Und die haben sich auch irgendwie so nichts geschert, dass da jetzt jemand sagen könnte, ja, wo wollen die jetzt eigentlich hin? Wollen die jetzt hier, also in die Country-Ecke oder in die Rock-Ecke oder die Disco-Ecke oder wo war es jetzt überhaupt? Ne? Das war halt einfach Queen. Und genauso denke ich schon, dass bei meinen Songs auch ein roter Faden durchgeht. Es klingt immer nach mir. Und aber ich störe mich jetzt nicht großartig dran, ob das jetzt heavy ist oder ob das jetzt mehr funky ist oder sonst irgendwas. Irgendwie. Das ist mir ja völlig egal. Also das sind alles meine Babys und ich liebe alle meine Babys gleichsam. Das merkt man. Also
das ganze Album oder deine Alben, alles, was ich jetzt wieder durchgehört habe, weil ich habe mich heute wieder reingeniet, dass ich mir wieder mal alles durchgehört habe von dir, den ganzen Katalog so. Und dann habe ich geschaut, okay, dann pick ich der gefällt mir, das passt rein und so, dass wir ein bisschen einen Spannungsbogen haben, dass es nicht nur durchballert, weil du tatsächlich auf ein Album immer so viele Facetten hast. Das geht nicht von A bis B oder von oben bis unten durch. Nee, das ist alles so viel zum Entdecken. Und es hat mir aufgefallen, so Mensch, heute habe ich wieder mal so lange wieder mal einen Song gehört, den habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gehört und dachte mir, oh, das ist schon geil. Also das Album Alienation ist cool. Und was mir jetzt auch ganz, ganz cool ist, der Video dazu, zu Aliens, kommt jetzt. Okay. Wo ist die Location gewesen? Die Location, die war in Ludwigsburg, hier in Deutschland. Und die hat mein Manager entdeckt. Das ist irgendwie so eine, ja, wie so ein, das ist eigentlich direkt neben der Autobahn oder irgendwie so, aber das ist wie so ein verwunschener Zaubergarten oder so. Da ist alles verwachsen. Und das sind eben so alte Bauwerke, die verfallen sind mit viel Graffitis und sowas. Und das sind also quasi in der Location sind viele so kleine Mini-Locations, die halt super so dieses Ambiente hergegeben haben, das wir haben wollten. Und da haben wir einen ganzen Tag gedreht dann mit einem ganzen Team. Super. Toll, ja. Ganz, ganz tolles Video und ein ganz toller Song. Auch nicht der härteste, aber das gleicht sich aber am Album aus. Da haben wir ja, wie zum Beispiel jetzt, was war es gewesen, The Game. Das ist wieder fast das Gegenteil davon. Geht wieder ins Mainstream, aber tolle Melodie. Und vor allem das Video und die Location. Ganz, ganz geil. Hier ist okay. Aliens vom Album Alienation. Pretend that we're floating on a ship stuck on dry land. Madness reloaded, all the demons out of hand. Love the jungles, the place we once called home. A cozy world crumbles soon to be gone. Dawn of a new age.
Sehr, sehr cool. Die Aliens are Kid. Genau. Ja. Da, ja. Das ist wieder der Mainstream, bricht da bei dir durch. Und ja, ich glaube, es ist einfach irgendwie, wenn es die harten Gitarren nicht wären, dann wäre es eigentlich ein Popsong. Ne? Das ist so ein Ding, da bin ich irgendwie ich weiß gar nicht, das war, ich glaube, kurz vorm Abendessen oder so, irgendwie so am Küchentisch gesessen irgendwie so und hab auf einmal so diese Melodie gehabt und hab die dann aufgenommen. Die war so fröhlich und so, ne? Und das ist ja gleich irgendwie hängen geblieben. So manchmal, da weiß man irgendwie, okay, das ist was Gutes, was da jetzt gerade irgendwie aus dem Himmel gefallen ist. Und dann habe ich eben da war eben auch dieses Party Out with the Aliens, das war immer, hat er so mitgeschwungen irgendwie so, ne? Und da war dann so diese Idee da, mit diesem ganzen Wahnsinn, der jetzt im Moment hier so abgeht, so habe ich ganz einfach so den Gedanken drumherum gestrickt, dass es doch eigentlich cool wäre, irgendwie einfach zu sagen, tschüss Leute, ich habe hier so ein paar Aliens und ich hau jetzt einfach mal ab und ich schaue mir das Ganze irgendwie so aus dem Orbit aus an, bis ihr fertig seid mit eurem Wahnsinn irgendwie. Und dann komme ich wieder zurück oder auch nicht, mal schauen irgendwie. Mache ich jetzt erstmal Party mit den Aliens, trinke den einen oder anderen, das eine oder andere Gläschen Rotwein und wie gesagt, bewege mich einen speziellen Aeroplane bräuchtest du da. Da haben wir gleich den nächsten Cue zum nächsten Song, zum nächsten Video. Du brauchst ein spezielles Aeroplane, bräuchtest du da. Einfach abhauen. Genau. Das wäre der nächste. Und zwar vom Album Elevation. Elevation, genau. Die, ja. Die Erhöhung. Genau. Würde sagen, und dann kommt eine Überraschung. Nach diesem Song kommt eine Überraschung. Für die Leute draußen. Mit dem rechnen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht. Na, für Aeroplane gibt es übrigens auch ein sehr, also ich habe das auf Deutsch übersetzt und da gibt es auf meinem YouTube-Channel auch ein Video, also das gleiche Video, das wir jetzt gleich sehen werden, eben mit deutschen Untertiteln, dass die Leute eben verstehen, was da gemeint ist, weil also den Text finde ich sehr, sehr wichtig irgendwie, passt auch zur heutigen Zeit irgendwie und ich denke, das ist ein Text, der sehr viel Hoffnung gibt und so. Also. Ich glaube, das ist den, wo ich habe. Okay. Das ist im Prinzip das Originalvideo auf Schwarz-Weiß, aber das werden wir ja gleich sehen. Ist das gleiche, also das einzige mit deutschem Text, oder? Genau. Dann habe ich das, genau, ich habe es jetzt nochmal neu aufgenommen. Ich hatte mir jetzt das alte noch, vom letzten Jahr, und jetzt habe ich dann das heute nochmal. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube ja, doch. Das werden wir ja sehen. Kein Stress. Sehen. Here is Aeroplane. Jetzt könnt ihr mal mitlesen, wenn es das ist. Hoffentlich habe ich nicht zu viel versprochen, aber ich glaube schon, dass es der ist. Okay. Aeroplane. Alles klar. Da habe ich gehustet. From the fake in the wake of the elevation. Living to become, so shout a big goodbye at the days that are gone, cause we need a ride on. Are you really what you wanna be? Is it your belief and your creed? Are your face for the beautiful people? Change is moving on, and soon enough this world will be gone, so we better leave the light on. The faith is an aeroplane, the only way to get away from the troubles and the pain, to an altitude where we're safe. Leaving on an aeroplane, riding on the winds of change, and we
the sun, saving salmon till the end of day. Sehr, sehr geil. Super Idee, ja, mit dem Deutschen. Genau, das war jetzt doch, da bin ich dir, habe ich dir vorgegriffen. Ich wusste jetzt nicht, dass du das schon entdeckt hast. Ich buttle. Wenn ich einen Künstler habe, dann brauche ich Zeit. Ich möchte schon rausholen, ich nicht irgendwo was uns umholen. Ja, ja. So. Nee, das ist mir schon wichtig, dass ich was auch habe, was letztes Jahr anders ist zum letzten Jahr. Nicht sagen, ja, das gleiche wie damals, nee. Heute ist es viel, viel, viel mehr fruchtiger. Da ist viel mehr da zum Entdecken von dir heute. Und wenn jetzt der denkt, ja, die ganze Sendung ist nur so langsam, nee, es kommt schon noch. Die Schnellen kommen jetzt zum Schluss noch. Aber jetzt haben wir erst einmal einen Spannungsbogen. Und der Spannungsbogen ist bei mir immer das Beste, wenn ich eine geile Ballade finde.
Und ich habe einen Song von dir gefunden und die Überraschung ist ja groß gewesen, nämlich du hast auf Deutsch gesungen. Ja. Und wann hast du entdeckt, dass du genauso gut klingst auf Deutsch wie Englisch? Naja, ich habe schon vor 10, 15 Jahren so ein paar Titel aufgenommen und dann hatte ich einen Titel, wann war das, irgendwie so 2014 oder sowas irgendwie, oder 2013, 2014 irgendwie so released, habe dann so ein damals noch etwas unbeholfenes Video dazu gemacht, der Titel hieß Bei dir. Und da ist wirklich eine super Resonanz gekommen. Also da haben mich wirklich Leute angerufen, die, mit denen habe ich 10, 20 Jahre nichts gesprochen und so. Und die haben mich dann auf einmal angerufen und gesagt, irgendwie so, hey, das hat mich total berührt, das Stück und so. Und da dachte ich mir, okay, das ist vielleicht wirklich eine ganz gute Geschichte, hier vielleicht ein ganzes Album zu machen. Und ich habe dann auch so einen Radiopromoter kennengelernt. Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwelche Umwege und so. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt. Ich habe ihm dann immer quasi so meine Ideen geschickt. Und er hat dann gesagt, ja, mach hier vielleicht die Strophe kürzer. Wir müssen irgendwie so schneller zum Refrain kommen. Oder hier vielleicht irgendwie dieses und jenes. Und so haben wir dann quasi so zusammen so ein bisschen so das Album konzipiert. Und wir haben es halt ganz einfach wirklich auf den kommerziellen Einsatz im deutschsprachigen Radio ganz einfach so ein bisschen zurechtgeschnitten, irgendwie sowas. Auch relativ erfolgreich war, weil wir hatten dann mit 4 Singles knapp 3000 Einsätze, was jetzt für einen No-Name-Artist echt wirklich nicht schlecht stark. Ist. Stark, super stark. Also stationäres terrestrisches Radio, conservative Radio quasi. Ne? Also ich meine, von dem her nicht scheiße. Nee, und ich habe das ganze Album natürlich durchgehört. Und bei einem bin ich hängen geblieben, das hat mir so gefallen, weil was kann man einer Lebenspartner ein schöneres Kompliment machen und sagen, du bist mein Hauptgewinn. Wenn du es wirklich so meinst, wie du es geschrieben hast, ist es eine der persönlichsten und schönsten Balladen, die ich jemals gehört habe. Also der Text ist sensationell schön. Ich sage mal, was ich bin überzeugt, da gibt's viele draußen, die sagen, wäre schön, wenn dieser Mann zu mir so sagen würde. Du hast es gesungen. Mit einem unglaublich schönen Text, und der heißt, lass mich mal schauen, Hauptgewinn. Also, genau. Ja, und das Album heißt Alles wird gut. Also jetzt mal zurücklehnen, hat jetzt nichts mit Metalhead. Du bist für mich eher Metalhead, weil du wirst auch immer einer bleiben, aber ein Metalhead mit sehr viel Herz, mit sehr viel Herz und sehr viel Gefühl, das muss man schon sagen. Und jetzt einfach mal zurücklehnen und mal den Text einfach mal zuhören. Also man sieht eh nur das Cover. Ein schlichtes Cover, wie du da stehst, mit deiner Gitarre. Das Album heißt Alles wird gut und der Song heißt Hauptgewinn. Enjoy. Ich sitze hier mit dir und ich kann's noch gar nicht glauben, dass du deinen Weg zu mir gefunden hast. Wir reden die ganze Nacht, trinken Wein und rauchen, haben unser ganzes Leben gerade neu erdacht. Und wenn du mich dann fragst, wo mein Zuhause ist, dann tauch ich ein in deine Welt und bin daheim. Du bist mein Hauptgewinn, du bist mein Frieden. Wenn ich sag, ich hab dich gern, ist das komplett untertrieben. Denn du bist mein Hauptgewinn, mein Lebenssinn, die Kraft, die mich nach oben zieht. Ich bleib heute Nacht bei dir, ich halt dich fest und wünsche mir, dass du für alle Zeiten bei mir bleibst.
und ich weiß, es muss so sein. Diese Welt ist eigentlich klein, und wenn es sein soll, gibt es weder Raum noch Zeit. Und wenn du mich dann fragst, ob ich verloren war, dann tauch ich ein in deine Welt und bin daheim. Du bist mein Hauptgewinn. Du bist mein Frieden. Wenn ich sag, ich hab dich gern, ist das komplett untertrieben. Du bist mein Hauptgewinn, mein Lebenssinn, die Kraft, die mich nach oben zieht. Am liebsten wär, dann tauch ich ein in deine Welt und bin daheim. Du bist mein Hauptgewinn. Du bist mein Frieden. Wenn ich sag, ich hab dich gern, ist das komplett untertrieben. Du bist mein Hauptgewinn, mein Lebenssinn, die Kraft, die mich nach oben zieht. Weißt du, was mir jetzt gerade gedacht habe? Was? Da gibt es so viel Schrott momentan im Radio mit den Autotune und sowas. Und das ist echt Musik. Da ist Melodie, da ist ein geiler Gesang, geiler Text. Das ist halt handgemachte Musik. Ja. Was hat der Frau eigentlich gesagt, als sie das gehört hat? Fand's toll. Das ist natürlich schön als Mancherie, schöner als Mancherie oder sowas. Absolut. Ja. Die Sandra schreibt, ich lass mich mal berieseln. Das ist doch schön. Hi Sandra, die hat einen stressigen Tag gehabt. Schön, dass du reinschaust. Wunderbar. Heute ist mal ein bisschen andere Sendung. Wir haben einen Hustengast. Ja, sorry. Ich versuche mich zusammenzureißen, so gut wie möglich. Du machst eh gut. Good job, boy. Nee, mir gefällt es heute, weil es heute ist so entspannt. Deine Musik hat, also für mich jetzt, ist eine entspannte Atmosphäre. Ich mag das, ich mag so also melancholische Musik auch mal. Und ich habe mir jeden Tag was anderes. Irgendwie, einen Tag haben wir Thrash Metal, Black Metal, ja. Death Metal, Glam Metal, Hard Rock, Power Metal. Und da haben wir mal was Mainstreamiges. Aber es kommt noch ein bisschen härter von dir. Also keine Angst da draußen. Um jetzt den Spannungsbogen wieder nach oben gelassen, eine Nummer, die ist letztes Jahr schon gelaufen. Und sehr gut angekommen. Und ich sagte noch damals, weil ich ihn nicht kannte, das Original, dachte mir, du hast einen Hit hier. Sagte er, ja, aber leider ist nicht von mir. Das wusste ich ja damals nicht. Okay, ich weiß schon, was kommt, ja. Ja, den habe ich schon oft gespielt, ganz ehrlich. Auch oft in meiner Morgensendung damals, schön. So oft gelaufen. Ein ganz toller, auch wieder deine Stimme macht es. Die Stimme reißt das Ganze, es gibt einen neuen Touch irgendwie. Und dann das unsere schöne positive Video. Genau damals habe ich doch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, gesagt, genau sowas brauchen wir doch in dieser dunklen Zeit. Das war ja wirklich im Lockdown-Zeit, als du da warst, ja, 15. Ja. Januar. Dunkler ging es ja gar nicht. Das ja, war absolut, ja. Bärenhöhle. Nee, das ist auch wirklich mein wirklich tiefstes, authentisches Ansinnen, wirklich irgendwie so in dieser dunklen Zeit, wirklich irgendwie so einfach gute Schwingungen und Licht wirklich auf, also hier auf diese Erde zu bringen, irgendwie so. Und irgendwie so hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch oder doof an, irgendwie so, aber ich meine es wirklich so. Und wenn ich da wirklich Leuten wirklich den Tag erhellen kann, dann hat meine Musik auf alle Fälle schon ihr Ziel auf alle Fälle komplett erreicht. Und hier ist People Get Ready.
ganz noch was dazu zu sagen. Du hast uns oder mir versprochen, du wirst von jedem Album ein paar reinpacken ins Paket. Genau. Und werden dann beim Verlosen, weil es gibt keine Shirts von dir, aber es gibt Sticker, es gibt Autogrammkarten, genau, es gibt Albums. Wir werden zu jedem Paket, was wir verlosen, alle Albums auf einmal dann rein tun. Für einmal jeweils. Dass die Fans, wenn sie was von dir gewinnen, mal einen richtigen geilen Ding haben. Das ist doch mal ein super Gewinn, wenn da gleich ein paar CDs dabei sind. Ja. Und weil da kann man sich wirklich. Rein bin ich diese Woche los. Super geil. Danke schon mal im Namen des Fanclubs, die freuen sich dann, weil da kann man sich wirklich aussuchen, von was man von dir liebt und so. Und vielleicht auch neu entdecken. Das darf man nicht vergessen. Ja. Okay. Und bitte weiter sagen. Ja, natürlich. Ja. Und hier ist People Get Ready. On board, all you need is faith to hear the deep.
Wunderschöner Song. Ja. Krämer immer wieder, wenn ich höre, hat so eine positive Ausstrahlung. Die Gesichter der Kinder, lachende Gesichter. Ganz toll. Ja, da wäre ich froh, wenn ich selber geschrieben hätte. Ja, dann wird's, da hättest du uns jetzt wahrscheinlich jetzt durch das Studio rumgezeigt am Starnberger See oder was? Ja, das ist so genau. Alright, so, Spannungsbogen geht nach oben jetzt. Jetzt haben wir noch ein paar Knaller hinterher. Jetzt haben wir mal die softe Seite von dir gezeigt. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich ein schneller nach dem anderen. Wobei, jetzt nicht, der letzte ist der härteste, kann man gleich sagen. Wir haben jetzt noch vier. Und jetzt kommen wir zum Dinosaur. Okay. Oder Dinosaurs, ne? Das ist eine Mehrzahl. Mhm. Dinosaurs, ja genau. Dinosaurs. Jetzt kommen zwei vom Elevation-Album. Mhm. Und Dinosaurs, du erklärst uns da später, um was es geht. Geiles Video. Das gefällt mir gut. Da, ja, da hat mich der Video-Director durch den Wald gescheucht. Und ich habe dann am nächsten Tag überall rote Flecken gehabt und so. Bin dann zum Arzt gegangen und die hat dann gesagt, irgendwie so, waren Sie im Wald? Und dann sage ich, ja. Und dann war da irgendwie gerade Eichenprozessionsspinner oder sowas. Also das heißt, irgendwie so überall so Fäden und so Zeug irgendwie so. Ne? Und dann, ich bin natürlich mitten rumgerannt irgendwie so. Ne? Und das war ein Tag lang richtig, richtig, richtig doof. Aber dann war es weg. Das wissen die Leute nicht. Die schauen so ein Video an, 3 Minuten, 4 Minuten. Und das ist auch okay, genau. Schön. Also das heißt, wir haben wirklich für das Video haben wir wirklich alles gegeben, irgendwie so, inklusive körperlicher, die Aufgabe körperlicher Unversehrtheit. Also genau. Das war wirklich unfassbar. Da könnte Dinosaur in Klammer Fucked Up auch heißen, kann man sagen, ne? Bitte? Da könnte Dinosaur in Klammer Fucked Up, kann man auch nennen. Den genau, so kann man sagen, ja. Also, oder I'm Fucked Up. So. Das war auf alle Fälle, auf alles, so richtig Outdoor Living, also... Das war wirklich unter Einsatz von Leib und Leben, das Video. Jetzt übertreibst du aber. Ja, klar. Nee. Okay. Hier ist Dinosaurs vom Album Elevation. Ich habe falsch im Lauf gedrückt. Was ist denn mit dem los? Ich sehe schon schlecht. Ich brauche eine neue Brille. Eine Hornbrille wahrscheinlich. Ja, ich müsste meine Augen aufsetzen irgendwie so, aber das sieht in so einer... Aber da sollte ich Augen drücken wahrscheinlich, Gottes Willen. Ja, genau. Also, hier ist Dinosaurs. Okay. Ready to destroy.
Der schöne Weinbirn-Song. Gibt es eine Backstory dazu? Du hast das letztes Jahr schon mal erklärt, ich weiß, da hat so irgendwas, kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was genau gesagt hast. Was ist da die Backstory? Dinosaurs, was gibt es da für eine Backstory dazu? Das war eigentlich mehr so ein, so ein Album-Track irgendwie. Und die Meaning ist ganz einfach, also ich meine, wenn man das Narrativ der Dinosaurier jetzt glaubt oder nicht, irgendwie so ist es auf alle Fälle eine gute Metapher dafür, dass wenn dass wir halt wirklich irgendwie so jetzt gerade so mit irgendwelchen Kriegsgeschichten und so aufpassen müssen, dass wir uns nicht wieder zurück irgendwie in die Dinosaur-Area quasi bomben irgendwie so, ne? Also im Moment hätten wir im Prinzip so die Waffen und die Möglichkeiten dazu irgendwie, ne? Und also deswegen irgendwie so something in us could bring back the dinosaurs. Ah, okay. Genau, das war's gewesen. Du hast mir das. Genau. Das war's gewesen, ja. Und also wie gesagt, ich meine, man hat es jetzt wirklich nicht so gesehen, irgendwie so, aber das Video, also der Videodreh, der war schon spektakulär, irgendwie so auch, irgendwie so da gerade im Fluss und sowas, das war wirklich eiskaltes Wasser, irgendwie so. Also. Und also nach dem Tag, da waren wir wirklich komplett fix und fertig. Ja. Alles gegeben für ein Video. Alles so gegeben, muss sein. Ja. So muss sein. Das macht er auch beim nächsten. Du bist also so hart, du bist also im Regen. Da stellt sich die Frage, okay. Wie lange du jetzt für den nächsten Song im Regen gestanden bist. Weil das Regen war es gewesen, weil man sieht ja die Tropfen in der Pfütze. Ist ja nicht irgendwie, dass man einen Gartenschlauch, glaube ich. Oder? Doch, wir haben es im Gartenschlauch gemacht. Also dass ein paar so okay. Einstellungen waren dabei. Da hatten es dann wirklich so ein richtiger Wolkenbruch überrascht. Den haben wir natürlich gleich ausgenutzt. Alle sind nach drinnen gegangen, bloß wieder nach draußen und haben da wirklich dann gedreht, irgendwie so, weil das war natürlich ein Geschenk des Himmels, irgendwie so, dass dann wirklich die Wolken aufgegangen sind. Aber die meisten Sachen, die haben wir eben doch im Gartenschlauch gemacht. Aber was ja eigentlich ganz okay rübergekommen ist. Ich glaube, ich habe das rausgespottet, welche das die Reveal-Ding sind, das sieht man schon. Ist der Song genau. Sick of the Rain. Ich kann mich erinnern, hast letztes Jahr auch schon gesagt, es nervt dich auch, der Scheißregen. Und ja, genau. Das ist einfach, also ich würde schon ganz gerne, ich meine, es ist mehr symbolisch zu sehen, irgendwie, es ist eigentlich so der ständige Wahnsinn, der auf uns einprasselt, irgendwie so, und diese ständigen Narrative und Erzählungen und Lügen und dieser ganze Bullshit, der da tagtäglich auf einen einprasselt, irgendwie durch die Medien und sowas, irgendwie so, das ist eigentlich mehr so symbolisch für den Regen gedacht. Aber ich meine, es ist schon so, dass ich irgendwann schon ganz gern, ich meine, ich habe ja 10 Jahre in Kalifornien gelebt, da möchte ich jetzt nicht wieder zurück, aber irgendwo, wo es einfach schöneres Wetter ist, weil im Moment hier friert man sich natürlich schon wieder einen Arsch ab und also so ein, zwei Winter lasse ich mir noch gefallen, aber dann würde ich ganz gern schon irgendwo sein, wo es einfach wärmer ist. Einer der Gründe, warum ich lieber hier bleibe. Ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Sehr, ja. Sehr gut. Ja, muss jetzt gebe ich jetzt zu. Darum hat es mir in Asien immer besser gefallen. Also ich bin seit 24 Jahren in Asien und war bloß immer im Sommer, war ich, außer mal 98 war ich mal im Winter da, weil da meine Oma gestorben ist und dann, der Vater, die Winter und sowas, die Kälte, ach der Scheiße. Ey, also Rheumatik, also wieso? Ganz übel. Naja. Ja. Haben wir es raus, oder? Haben wir es raus. Drittletzter Song von uns, Mensch. Dann ist sehr schnell vergangen. 1 Stunde und 39 Minuten, unglaublich. Wow. Du hast heute gesagt, wieder 1 Stunde. Nee, ich glaube, heute wird es ein bisschen länger. Ich habe ein mehr rausgekommen. Das macht Spaß, ist doch super. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich hoffe auch, dass ja das ganze Zeug geschrieben, dass es einfach Leute hören irgendwie so. Na, dazu ist es da. Ich meine, ich schreibe das Zeug nicht, um mir selber anzuhören. Ich meine, das ist, ist ja dazu gemacht, dass es wirklich irgendwie einfach ein Publikum findet. Und dafür bin ich äußerst dankbar. Also ich weiß es zu schätzen, das muss ich ja sagen. Und ja, ich habe mir da wirklich, ich habe heute wirklich den ganzen Nachmittag damit, oder Vormittag bis Nachmittag, ich glaube 5 Stunden habe ich gebraucht, 5-6 Stunden, um das alles zu sichten, wieder neu aufzunehmen, weil zum Teil hat es wirklich anders geklungen letztes Jahr. Das war einfach, man merkt schon von der Qualität, sind die Songs jetzt alle
also besser als letztes Jahr auf alle Fälle. Die ganzen Videos, die werden natürlich so alle überspielt. Also der alte Ordner kommt also da rein, das ist die alten weg und der neue ist da. Okay, hier kommt Sick of the Rain. Yeah. Auch wieder neu aufgenommen. Hier ist Sick of the Rain. Die ist auch schon Who is Who, eh? Dennis Ward, legendärer Bassist, Pink Room 69 und so. Der hat mir überhaupt versprochen, dass er mal zu mir in die Sendung kommt. Der hat es nicht geschafft bis jetzt, in einem Jahr nicht. 289 Shows und nicht kein Dennis Ward bis jetzt. Ich werde wahnsinnig. Aber irgendwann kommt er schon. Wir sind aber schon ausgebucht bis Ende Mai. Also jetzt sind wir schon im Juni. Aber irgendwann kommt er, bin überzeugt. Der ist auch sehr beschäftigt, der gute Dennis. Netter Kerl, auf alle Fälle, war total hilfsbereit. Ich habe ihn gefragt, aber keine Ahnung. Fand die Nummer super und hat mir einfach einen Track geliefert. Und auch sensationell gespielt. Hammer, echt. Also wirklich gut. Ja, groovt wie Sau. Auch der Schlagzeuger ist super, super cool. Ja, mein Kumpel Andre, mit dem habe ich gerade vorher geredet. Ja. Du hast ein gutes Händchen für gute Leute. Andre aus Richmond, Virginia.
Darum ist der letzte mit dir von deinem Katalog nochmal ein Song. Mhm. Das könnte hätte auch der sein können, weil er wirklich so einen guten Groove hat. Aber der nächste, mir gefällt es immer so, wenn du so Impressionen von Amerika zeigst und sowas. Wie kann man sich vorstellen, Amerika? Als Musiker, zieht sich da hin noch oder du hast da gelebt 10 Jahre? Oder ist es irgendwie, ja, muss man sagen. Ja, sagen wir so, ich meine, es ist natürlich ein hartes Pflaster von der einen Seite irgendwie so, weil natürlich, das ist natürlich the home of Rock'n'Roll. Sorry. Von der anderen Seite ist es natürlich so, ich schreibe natürlich in Englisch und meine Texte sehr wichtig. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich wirklich sagen kann, also meine Texte gehen schon international durch irgendwie so. Also das habe ich, also den Beweis habe ich jetzt schon von Leuten gehört, die sich damit auskennen und die wirklich gesagt haben, wow, das sind also wirklich international einwandfreie Texte. Und von dem her wäre ich da nicht schlecht aufgehoben, weil natürlich die Amerikaner, also beziehungsweise die englischsprachigen Leute, also egal jetzt irgendwie England, Amerika oder wo immer halt ganz einfach Englisch gesprochen wird, die verarbeiten das natürlich ganz, ganz anders irgendwie, sondern die verstehen es natürlich irgendwie, was da jetzt geschrieben wird. Ich meine, von der anderen Seite, ich meine, klar, kann man natürlich auch jeden Song oder also mit deutschen Untertiteln versehen, kann vielleicht, vielleicht eine Zweitversion machen mit deutschen Untertiteln, aber ich denke mir halt, in so einem Ambiente, da bist du natürlich dann von dem, was du sagen willst, schon besser aufgehoben irgendwie so, weil die Leute halt ohne die Sprachbarriere halt einen definitiven, direkten Zugang zu dem haben, was du sagen willst. Ob ich jetzt da leben möchte, ich weiß es nicht. Also ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, außer dass es halt wirklich kalt ist. Irgendwie. So den perfekten Platz habe ich noch nicht gefunden. Andy, lass uns mal kurz einen Screenshot machen, bevor ich es vergesse. Weißt du, irgendwie was so ein kurzes, weil ich brauche hier was für unsere Memory und das packe ich dann in unseren YouTube-Screen ein. Okay. Ich zähle bis 3. Vielleicht macht mal irgendwie ein Pommesgabel oder whatever. Ich muss das Pad halten, deswegen ist es irgendwie. Warte mal. Gehen wir noch ein bisschen rüber, weil der ist genau über den andere Seite. Rüber. Das haben wir nicht genau an, ich muss immer übers Maul drüber. Jetzt wird es besser. Okay. And ready? Cool. Ob ich passt schon. Ich habe zurückgeschaut. Ich muss es mit beiden Händen halten. Irgendwie hier, sonst, ja, sonst kein Problem, passt schon. Hab dich. Nettes Smile ist immer schön. Wird immer gern genommen. So, jetzt haben wir noch von der EP Burning Man den Titeltrack, kann man sagen. Den hast du auch mit dabei, oder? Roadtrip. Bitte? Den hast du auch mit dabei. Die EP gibt es noch, oder? Burning Man. Klar, den schicke ich euch auch. Also ich schicke euch. Die ist geil. Elevation, dann Burning Man und Alienation. Jetzt gerade kommt die, ich habe jetzt gerade die neue fertig aufgenommen, sind wieder 12 Titel. Vervollständigt sozusagen die Trilogie Elevation, Alienation und die neue Scheibe, die jetzt rauskommt, wahrscheinlich im Ende April oder so, wird Rapture heißen, also die Entrückung, die Party, die Verzauberung, was weiß ich, wie auch immer man das nennen will. Irgendwie. Mhm. Das gute Ende. Okay. Das gute Ende naht. Da hoffen wir drauf. Genau, so sieht es aus. Genau. Nachdem wir sehen uns gleich nochmal, weil es gibt da noch einen Rausschmeißer natürlich. Ein Metal-Rausschmeißer gibt es da noch. Und zwar, hier ist es mal Burning Man von der EP Burning Man. Here we go. I'm about to lose my mind, but I am the maniac.
geiler Groove. Haben wir damals schon gefallen, gefallen wir heute wieder. Sehr, sehr cooler. Auch einer meiner Favorite Tracks. Ja. Warst du eigentlich in Memphis? Nee, in Memphis war man nicht. Ich habe bloß das Schild gesehen. Und ich dachte, ja, wäre vielleicht gut, da abzubiegen. Mal so ein bisschen checken, was Elvis so gemacht hat. Aber eben, in Sun Records Studio rein. Genau, wir sind dann nur also zwischen Richmond eben, wir sind nach Nashville gefahren. Ich meine, allein das sind ja 1200 Kilometer. Also da hast du dann schon wirklich genug. Also wenn du dann da bist, irgendwie, ne? Dann willst du nicht noch nach Memphis. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Tage Nashville unsicher gemacht, haben Peter getroffen, haben ein paar Szenen abgedreht und sind dann eben wieder nach Hause gefahren. Da hat damals mit Wolf Hoffmann zusammen gewohnt, oder? Also in Nashville sind die, oder? Ja, nee, ich glaube, da waren die schon gar nicht mehr zusammen irgendwie, sondern. Weil ich glaube, das war danach, nachdem er ausgestiegen ist. Okay. Genau. Andi. Und ich danke dir für das Interview. Ein weiteres. Sehr nett. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es ging einigermaßen mit dem Husten. Ich habe mich wirklich versucht zurückzuhalten. Es war super, bei dir zu sein. Und wie gesagt, ich schicke das Package auf alle Fälle raus. Die nächsten Tage. Und jetzt kommt der Magic Moment. Und zwar werde ich jetzt wieder mal fragen, die Humpen hoch für unseren Gast. Es wird da normalerweise gleich der Chat gelb. Das heißt, viel Bier wird fließen. Da kannst du gerne zuschauen, wenn jetzt die ganzen Humpen hochgehen. Also, das ist ganz cool. Okay. Und ja, danke für den Einblick in dein musikalisches Leben. Das war heute wirklich mal mehr als letztes Jahr, also doppelt so viel wie letztes Jahr. Und hast auch mehr geschafft in der Zeit. Und du bist wirklich ein mega fleißiger und kreativer Metalhead. Und jetzt wird es schon gelb. So schaut es nämlich aus. Der Peter Krause schreibt dir, danke, es war wieder ein Fest. Bleib so, du bist vor allem gesund, genau. Und jetzt wird gelb, Freund. So schaut's aus. Ja, super. Hammer. Da kommen doch, kommen. Komm, Freunde, haut's mal raus, die Humpen. Da ist er wieder. Jawohl. Klasse. Top. Das sind eben die vom Fanclub. Das ist wirklich ganz toll. Jeden Tag am Start, jeden Tag mehr oder weniger. Und immer treu und ja, wundervoll, echt super, super klasse, dass es so klasse Leute gibt irgendwie. Ich meine, wie gesagt, dafür machen wir es. Dafür macht man Musik und genau. Musik macht ja nur Sinn, wenn man ein tolles Publikum hat. Ja, so schaut's aus. Jetzt lassen wir die Zeit, nehmen wir uns noch, dass du noch ein paar Kommentare mitlesen kannst. So. Danke euch da draußen. Wieder super nettes Publikum. Wie gesagt, stay tuned. Demnächst kommt das neue Album. Stillmäßig? Wie gesagt, bloß, welche bloß ein Man geht's? In a House. Ich muss irgendwie so alles selber bewerben. Irgendwie so deswegen auch gerne irgendwie so auf die Webseite gehen, in Newsletter eintragen, weil dann kommt auf alle Fälle eine Notification, dass das neue Album kommt und so, und dann werde ich es nicht verpassen. Ich tue es nochmal den Link, das ist nämlich dann auch die Webseite unter Shop, da habt ihr alles gleich zusammen. Lass mich schnell mal das machen. Genau. Das haue ich jetzt gleich nochmal in den Chat rein. Haut jetzt mal drauf, Freunde. Und so. Da ist es. So schaut es aus. andershusemil.com. Da seid ihr aber schon drauf, und wenn ihr gleich mit /CD-Shop, dann da geht er gleich drauf, da könnt ihr der Andi was Gutes tun, und er tut euch was Gutes, nämlich er beschenkt euch mit einem geilen Sound. Und ich kann Georg Russo als wirklich nur beipflichten, Andi, geiler Musiker. Und das ist einer, der vielen wirklich herzlichen Dank. Total sympathischen, auch diese Zeit nimmt und so, weißt du, und ja. Andi, der letzte, der Rauschmeißer, muss ein Heavy Track sein, weil und ich bin auch dankbar, und ich bin auch dankbar den David Rees, dass er dich mir gebracht hat. Und falls David zuschaut, David, I love you, my brother.
Das ist wirklich ein toller, toller Mensch, toller Freund geworden und toller absolut, Supporter. Absolut, ganz klasse. Und ganz klasse Mensch. Wirklich und hoffentlich kommt er noch. Mein Brother from another mother. Ja, und ihr seid mit Sicherheit, ich bin überzeugt, weil er schwärmt auch von dir. Das muss ich jetzt sagen, auch wenn er live bei mir ist, wenn es um dich geht, dann ist es mir noch, oh, he's fantastic, he's excellent. Und das ist also ein Match, das muss ich sagen. Schön, absolut schön. Andi, erhol dich gut, bleib wieder gesund, richtig. Und danke dir fürs Interview. Ja, ich versuch's. Ich werde es gleich mal ein bisschen Kickback machen hier und früh ins Bett gehen. Ein paar Tage noch, denke ich, dann ist okay. Okay, sehr, sehr gut. Alles klar. Andi, alles Gute. Und hier ist Metal Voice, produziert und gespielt natürlich von Andi Susimil und David Rees. Danke dir. I salute you. Ciao. Within, bruised to be broken with nothing but faith. Stand.
Yes. Andy Susemihl, was für ein sympathischer Metalhead. Toller Mensch, toller Musiker und immer total angenehm mit dem zum Plaudern. Ja. Der Trailer wird immer weniger von den Bands, die jetzt noch kommen und die, wo schon da waren. Geil. Und ich werde dieses Wochenende den nächsten Trailer bauen. Ich kann dir gleich sagen, der nächste, der März, wird auch so ein Kracher nach dem anderen. Lauter geile Bands. Lauter geile Metalheads. Und wir machen ein bisschen weiter so in diesem melodischen Stil. Und eine Band, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt und ich finde einfach einer der besten Rockballaden überhaupt so. Ballade ist er nicht, aber sehr, sehr geile Nummer. Und zwar Voodoo Circle. Cry for Love. Willkommen zur Aftershow Party. I remember thoughts from yesterday. In my soul I need a breakaway. At night I dream of you. And I don't know what to do. I can feel you deep inside my heart. I've been trying to make a brand new start. Just need to let you go. With all the pain to show. There's a place I keep the words you left me. Deep inside my mind. Sick of being loved in your heart. Things I remember. Take a bit of love in your heart. Favorite words I should know. Take a bit of love in your heart. Das ist auch so ein sensationeller Sänger, ne? David Reedman. Holy. Geil.
absolut mein, das ist einer der schönsten Songs, wo ich es erkenne von Voodoo Circle, ne? 100%ig cool. Ich bin mit Alex Beirat ja auch schon in Kontakt, dass wir wieder was machen. Jetzt wird eben der Juni. Weiter Kontakt mit James Rivera, mit Hellstar. Und wir sind jetzt schon mitten im Juni zum Buchen. Ich glaube, 5 sind schon gebucht jetzt. Und jetzt geht's. Jeden Tag kommt wieder Neues rein. Also, so, Freunde, der nächste Song. Auch schon lange nicht mehr gespielt. Und muss man wieder mal die alten Dinge ausgraben, weil es so tolle Künstler sind. Der Alan Brantini und der Song Why. Und so schaut's aus. Thought this day would come. After all we said and done, we burned out bridges and promises we made. Sehr cooler Track von Alan Brantini, Why? So, Freunde, 3 haben wir noch. Genau, und die nächste Band, da kann ich mir sagen, Herr Kindorf, bitte zur Kasse. Ich bin jetzt sogar mit der Sängerin, bin jetzt sogar befreundet auf Facebook, aber das überlasse ich jetzt den Herrn Kindorf. Nämlich geile Band, Allison heißt die Band und The River. Hat gerade nochmal daneben gedruckt. Das ist auch daneben. Da sind wir, Allison. Run. I'm desperate to
Allison aus der Schweiz, wie der, der Tom schon gesagt hat. Ja, Tom, anschreiben bitte, die sind noch geil. So, Freunde, der nächste Band ist ein richtiger Kracher. Also eine in die Fresse reingehaut, muss ich schon sagen. Und zwar kommen die am 18.05. Kann man schon drauf freuen. Ich glaube, es wird wieder ein sehr cooler Abend. Und zwar heißen die Slender Pale. Und zwar Shut Your Face. Attitude und sehr, sehr cool. Hier sind Slender Pale. Slender Pale, jawohl, Shut Your Face, das sind geile Jungs, gefallen mir, die machen Party. Apropos Party, die Party ist zu Ende, wir haben noch einen kurzen Rauswerfer, aber wir also bevor ich ihn spiele, mal alle Humpen hoch mal gelb werden lassen, und zwar für unseren Heli. Heli, wir lieben dich alle, du brauchst jetzt gar nicht mit dem Schmarrn kommen, wir lieben dich alle, Heli, ich trinke auf dich, ich trinke meinen letzten Kaffee auf dich, Heli, auf dich getrunken, ihr da draußen, hoch mit den Humpen für ein Heli. Okay? Zahlen wir ein Heli, dass wir alle ganz, ganz, ganz lieb haben. Okay? Cheers, Heli. So, liebe Freunde. Wo bleiben die Humpen?
Hoch die Hupen, habt ihr keinen Bock mehr auf Hunden? Habt ihr schon alles ausgesoffen, oder? Ihr Wahnsinnigen. Ah, da, jetzt geht's los. Der Peter trinkt auf dem Heli, der Michel. Der Hannes Rittl, dem ist das Bier ausgegangen, aber der hat faustig hinter die Augen. Dann der Michael, jawohl, der Georg Russo, Michael Lohmann, der Peter Hirsch, apropos Peter Hirsch, morgen, nicht versäumen. Und dahinter gleich der Thomas Gindorf. Der hat wieder ein Programm zusammengestellt. Er hat versprochen, alle Songs, die noch nicht gespielt worden sind. Bin gespannt, ich habe sie nicht gesehen. Ich mache jetzt noch kurz Pause und dann fange ich schon für morgen an. So, schau her, jetzt ist der Helle, jetzt ist er verlegen. Jetzt wird er verlegen plötzlich, ja genau. Da gibt es nochmal Faust hinter die Augen. Lieber Helle, du gehörst zu uns dazu. Absolut, wir lieben dich, wir brauchen dich und bist der coole Hund. So, es geht noch weiter. Der Michel, der ist in Trinklaune, der gibt jetzt einen Zungenkuss, das schirkelst. So schaut es aus. So, zum Schluss werden wir ein bisschen ordinär. Jawohl, wir sind am Ende der Sendung. Die Gisela trinkt auch noch mit, schon her. Der Alfred mit, der trinkt in Österreich auch noch mit. Alfred, alter Kumpel, servus. Sagt es ein Heli. So. Und Etzer ist aber genug mit der Sauferei da. Der sauft ja da ins Koma. Das ist ein Koma-Saufen hier in der Sendung. So, Freunde, morgen, nicht vergessen, ab 20 Uhr macht unser Peter Hirsch wieder den Metal, ich wollte schon sagen Marathon, das Metal-Wunschkonzert, wieder auf fast der Marathon. 20 Songs werden es mit Sicherheit und vom Thomas ausgesucht. Ich bin gespannt und viel Arbeit für mich, alle 20 Songs wieder zu bearbeiten, aber ich mache es gern, weil morgen schaue ich es ja wieder von hinten an. Also, ich sehe die Sendung morgen genauso, wie ihr seht. Also, seid dabei morgen, 20 Uhr und am Donnerstag natürlich nicht vergessen, wir haben Johnny Rocky and the Weekend Warriors mit dem letzten Song Belly of the Beast. Oder der Beast of the Belly, kann man auch sagen. Wenn der Belly über Gürtel drüber hängt, ist der Beast. Also, Freunde, letzter Song, also kurzer, ist in Johnny Rocky and the Weekend Warriors. Bis morgen, seid dabei, wir brauchen euch. Wir lieben euch. So, servus und gute Nacht. Schlaft gut, bleibt geil. Und hier sind Johnny Rocky and the Weekend Warriors. Servus.